Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Andacht am ersten Sonntag nach Epiphanias. Da ich gerade krankgeschrieben bin und zu Hause mehr oder weniger festsitze und brav die Antibiotika esse, die mir verschrieben worden sind, erreicht sie diese Andacht aus meinem Wohnzimmer vor dem Tannenbaum. Der Baum tut mir in so einer Zeit gut. Ich kann nicht tun, was ich will, nicht gehen, wohin ich möchte. Zur Ruhe zu kommen, das müht mich und mein Körper nervt. Ich bin nicht sehr geduldig, was solche Zeiten angeht. Aber das ist denn halt auch die Zeche, die man zahlt, wenn man Warnsignale ganz brav überhört. Dabei sollte ich das eigentlich besser wissen. Denn vor fast 20 Jahren hatte ich mal einen sogenannten Burnout. Und den hat man ja auch nicht von heute auf morgen. Den arbeitet man sich ganz gut an. Da meldet sich der Körper dann auch lange Zeit immer wieder. Da sprechen einen Freunde an und sagen, hey, ist alles in Ordnung mit dir? Da wird die Haut um die Seele, das eigene Selbst immer dünner und man will es nicht hören und nicht sehen. Es war ein schleichender, ein langwieriger Prozess, der aber damals auch am Anfang eines neuen Jahres seinen Höhepunkt erreichte und zum Zusammenbruch all dessen führte, von dem ich immer dachte, das passiert dir doch nicht. Dass es das doch getan hatte, habe ich damals bitter gelernt. Dieses Gemisch an Symptomen, das sich unter dem Begriff Burnout sammelt, hat mich dann wirklich für lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Ich hatte vollkommen meinen Kompass verloren, hatte mich verfangen in »Du kannst doch nicht« und »Du musst doch unbedingt«. Ich hatte mich verfranzt in den Stimmen meiner Lebensgeschichte, in den auch selbstgemachten Ansprüchen an meine Arbeit. Darüber habe ich den Blick für mich völlig verloren. Mein Kompass fehlte, Ziele konnte ich nicht mehr sehen. Der Boden, auf dem ich bislang fest zu stehen dachte, erwies sich als vollkommen marode. Was geblieben war, ist meine bis heute ausgeprägte Fähigkeit zu funktionieren, egal was ist. Diese ist mir damals als letzte an diesem Januartag aus der Hand geschlagen worden, vor bald 20 Jahren. Ich war mir selber dann völlig abhanden gekommen. Aber ich hatte Glück. Ich hatte Familie, ich hatte Freunde. Ich hatte auch eine Gemeinde, die mich aufgefangen hat, die mich getragen hat mit unendlicher Geduld und wo alle zugesehen haben, mit den Ärzten auch, dass ich wieder auf einen brauchbaren, gangbaren Weg gefunden habe. Wie anders geht es doch im heutigen Text zu, der Geschichte von den heiligen drei Königen. An diese drei Männer denken wir beim Epiphaniasfest, dem Fest der Erscheinung Christi. Und vor allem an dem diese drei begegnen, nämlich Jesus Christus, dem Kind im Stall, dem Gott, der Kind geworden ist, dem Gott, der das Leben will. Die Kunst hat sie immer prächtig gekleidet und von großem sie begleitenden Trost an die Krippe gestellt. Doch wahrscheinlich war die Geschichte ganz anders. Die drei waren wohl eher Sterndeuter. Männer, die sich mit dem Verlauf der Gestirne auskannten und versuchten zu verstehen, wie das, was sie am Himmel sahen, mit ihrem Leben auf der Erde zusammenklang. Es war in gewisser Weise ein sehr ganzheitlicher Gedanke, der neben aller Wissbegier ihr Tun antrieb. Und nun tauchte bei ihren Beobachtungen genau in der Zeit um die Geburt Jesu ein ganz besonderer Stern auf. Man weiß nicht genau, was es war, ob ein Komet oder anderes. So ein besonderer Stern bringt besondere Kunde. Das war ihnen ganz klar. Und so schlossen sie auf einen neugeborenen König, der irgendwo geboren sein musste. Wenn der Himmel sich schon meldet, dann kann es nur ein König sein. Ihre Überzeugung trieb sie los. Weg von den Geräten, mit denen sie den Himmel observiert hatten, los auf eine lange, beschwerliche Reise, immer dem Stern nach. Die Erzählung bei Matthäus beginnt so. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Mich berührt an dieser Geschichte nach meiner eigenen Erfahrung immer wieder die Tatsache, dass diese drei einen Stern hatten, dem sie folgen wollten.
einen Stern, dem sie vertrauen konnten und wohlgemerkt, nicht wissend, wohin die Reise gehen würde, wie der Weg wäre, ja, ob sie den überhaupt überleben würden zur damaligen Zeit. Aber sie haben den Stern und sie sind losgegangen. Sie wussten, das ist das einzig Richtige, was wir jetzt tun müssen. Im Grunde ist das ja wahnwitzig, aber das ist der Mensch eben auch. Nur ein Mensch mit Burnout hat nicht selten seinen Stern verloren. Da ist keine Überzeugung mehr, kein Vertrauen, da ist keine Sicherheit, kein Ruf. Dagegen vielfach nur Fragen. Warum? Wozu? Wohin? Und oft auch die Frage, lohnt das Leben überhaupt noch? Denn so manchen ist eben auch der Lebensleitstern folglich abhanden gekommen, zu Staub zerfallen in der Überlastung des Alltags. Hier berührt sich die Reise der drei Männer, die dem Stern nachfolgen, mit den Erfahrungen von Menschen, die mit einem Burnout leben müssen. Bis die drei an der Krippe ankommen, bis der kranke Mensch einen neuen Stern findet, das Leben wieder für sich entdecken kann, staubt sie der Weg dahin ganz gut ein. Solche Reisen haben damals wie heute wenig Bequemes an sich. Sie sind harte Arbeit, mit Gefahren am Weg, mit Zweifeln, mit Rückschlägen, mit Verwirrungen und Verirrungen, mit Umwegen, ohne eine verlässliche Straßenkarte zum Ziel, zur Heilung. Die gibt es nicht. Nur die Hoffnung auf gute Menschen, ehrliche Begegnungen und den festen Willen, ich will weiter, ich will folgen und finden, den Stern, ein neues Leben, ein heiles Leben, ein geheiltes Leben. Die drei werden an der Krippe belohnt, der Stern führt sie ans Ziel. Sie haben vertraut. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da sind mir die drei Sterndeuter sehr nah, denn als meine Reise auf der Suche nach meinem neuen oder auch alten Lebensstern zu Ende war, war ich unendlich dankbar, dass ich mein Leben wieder gefunden hatte, mich wieder gefunden hatte. Das Kind in der Krippe ist mir wie ein Bild für das, was am Ende eines solchen Zusammenbruchs im Leben steht. Heilung, das Leben selbst, neu geklärt. Mit einem neuen Stern, dem man wieder folgen mag. So könnte man diesen alten Text auch als Geschichte eines Heilungsweges verstehen. Es gibt noch eine später entstandene Legende. Sie weiß um einen vierten König. Er verliert den Anschluss auf der Reise der drei anderen. Er geht durch Schweres und Schreckliches. Er wird alt und arm. Doch er hält fest und er bleibt auf seinem Weg. Am Ende findet er den Stern, findet das Kind im Stall. Doch nun, sterbend als Mann am Kreuz, dem schon bald auferstandenen Christus. Nicht immer stehen Engelschöre am Ende einer solchen Reise, aber immer das Leben, immer die Hoffnung und diese Gewissheit, es lohnt sich nicht aufzugeben, nicht nachzulassen und den Weg der Könige, der Weisen, der Sterndeuter zu gehen, seien sie nun drei oder vier gewesen. Am Ende wartet das Leben. Ich wünsche diese Erfahrung wirklich allen Menschen, die in solchen Situationen stecken. Doch eines bleibt dann aus so einer Zeit, bleibt von so einer Reise übrig, um den Stern und das Leben und um den Erhalt der Heilung muss man immer neu ringen, auch wenn alles da zu sein scheint. Der Glaube an das Leben, auf das dieser Stern weist, das Kind im Stall, den Mann am Kreuz, der gibt auch die Kraft dazu. Die Sterndeuter können wirklich Mut machen und ich hoffe, Ihnen auch. Amen. So lassen Sie uns beten. Guter Gott,
Manchmal zerbricht uns das Leben, das wir kannten, das so vertraut war. Manchmal ist alles zu schwer, der Alltag unerträglich. Manchmal verdunkeln sich die Ziele, die Sterne leuchten nicht mehr, die Seele ist wund. Es bleiben nur Fragen. Gib, dass wir nicht aufgeben. Gib, dass wir uns immer neu auf den Weg machen, um den Stern, das Leben neu zu finden, dass wir dich immer neu finden. Leicht ist es nicht. Veränderungen sind nötig und Wachsamkeit, um nicht vorschnell wieder zu verspielen, was wir unter Mühen gewonnen haben. Gib allen, die leiden an den Belastungen ihres Lebens, an dem zu viel ihrer Tage und dem Verlust ihrer selbst, Kraft zum Aufbruch, Mut zum Weitergehen und die Freude des Findens. So beten wir, wie Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.